Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Autobahnsimulator. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und guck mal hier. 1, 2, ich hab's verstanden. So, wir können jetzt mal schauen hier. Ich bin gerade mal am gucken. Winkel, ja, Blinker. Schön drehende Kamera. Okay, ich habe mir tatsächlich jetzt endlich erstmal geschafft. Genau, ich habe es endlich mal geschafft, dass wir das Ganze hier ohne Probleme benutzen können, ne? Mit Blinker und so weiter. So, es geht los. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt zum nächsten Unfall. Da fahre ich jetzt mal mit Sirene wieder hin. Also mit Blaulicht, aber ohne Sirene, weil die ging mir in der letzten Folge sehr auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir brauchen jetzt erstmal eine Autobahnabfahrt, da wir nämlich genau in die andere Richtung müssen. Es dürfte ja eine kommen. Hier kommt eine, genau. Können wir den Blinker setzen? Ach schön, jetzt funktioniert auch alles. So, hier nochmal den Blinker. Also für alle, die letzte Folge nicht gesehen haben, es liegt Schrott auf der Autobahn, also leichte Teile, ein kleiner, dezenter Unfall ist passiert. Wir müssen nachgucken, was da passiert ist. Alter, ganz ehrlich, ne? Diese Steuerung macht mich wahnsinnig. So, Norbert Mohr. Ja. Okay. So, hier runter. So, rum hier. Ich mach mal die Maus weg, sorry. Die tauchte mal so im Bild auf, die Maus. Mann. Okay. Vorsicht! Vorsicht! So. Und aber auf die Autobahn. Ja, also, sag mal so, der Verkehr hier auf der Straße ist alles andere als super hier. Die KI ist ein bisschen verballert im Kopf. Ja, fährt sehr oft, wie sie will. Ja, weicht nicht aus. Ach, guck mal, jetzt weichen die aus. Oder die weichen, glaube ich, nur aus wegen der Baustelle. Warte mal, machen die jetzt hier so einen Weg frei, wie immer eine Passage frei? Ja, guck mal doch. Weichen tatsächlich aus. Die lassen mich durch. Boah, Alter. What the fuck? Was war das denn? Oh. Nichts passiert. Ich bin kurz abgehoben. Ach, das gehört doch dazu. Ein bisschen fliegen. Man muss natürlich auch schauen, ob die Autos die Physik und sowas alles, die Physik hier bei den Autos auch. Alter, was macht er denn? Was machen die denn hier? Junge, ich habe eine Sirene hier auf dem Kopf, auf dem Auto, nicht auf dem Kopf. Doof, ey, ganz ehrlich, manche Leute, Autofahrer sind so. Tabella Sum 1 an Zentral, Einsatz beendet. Okay. So, beim Autobahnkreuz müssen wir jetzt runterfahren. Kommt jetzt hier im Moment. Da ist es. Ich verstehe langsam hier die Karte da oben. Alter, ey, guck mal, was machen die Autos denn? Also, was habe ich denn da jetzt gemacht? Das Problem ist einfach, Leute, ich sag euch, was das Problem ist. Guck mal, wenn ich ganz leicht, ich tippe die an. Seht ihr? Guck mal, du verlierst so schnell die Kontrolle hier. Zentrale am Norbert Mohr 01. Ist schwer, immer in einem Video zu zeigen. Du musst das selber mal. Ja, der hat die Ruhe weg hier, mit seinen 50. Tut mir leid, da sterben gerade Menschen, aber ich muss kurz hier langsam mal fahren. So. Okay, wir fahren jetzt direkt dahin. Zum nächsten Einsatz. Was sind das übrigens für Namen hier? Kapella Sumpf? Alter, was für ein Kapella Sumpf? So. Okay, jetzt mit Vollgas. Können wir eigentlich während der Fahrt den Kofferraum aufmachen? Nein. Spurwechsel. Okay. Wir fahren 200. Die machen ja sowieso keinen Platz hier, die Schweinebacken. Doch jetzt. Schön. Das ist lieb von euch allen. Das ist super nett. Super nett. So. Oh, die lassen mich tatsächlich gerade durch. Na, eher nicht. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Kennt ihr, damals bei Sat.1 lief immer so eine Sendung. Die hieß immer, wie hieß das nochmal? Da gab es immer so einen Ball und die Leute am Telefon mussten immer sagen, links, rechts, geradeaus. Wisst ihr noch, wie hieß das nochmal? Superball oder so? Ah, wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Jo. Auf jeden Fall. Ich sag dazu nichts mehr, ganz ehrlich. Da wirst du gecrashed von der KI, die einfach gar nicht checkt,
Auf jeden Fall erinnert mich das ein bisschen hier daran. Aber ihr habt gesehen, ein Auto kann tatsächlich LKWs hochheben. Oh Gott. Ich versuche es echt ernst zu spielen, Leute, ohne Witz, ne? Aber wenn du als Polizei mit einem Polizeiauto irgendwo hinfährst und dann kommt noch einer, der fährt einfach kurz, bevor du den dann kreuzt, rechts auf die Überholspur, links auf die Überholspur, dann weiß ich auch nicht. Dann ist aber der Kohl gefressen, Leute, ganz ehrlich. So, guck mal. Norbert Mohr 1 an Zentral, melden Sie sich. Okay, wir sind jetzt gleich da. Vorsicht! Okay, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ist das auf unserer Seite oder auf der anderen Seite? Okay, mal wieder auf der anderen Seite. Ich glaube, das Spiel will uns mit Absicht bestrafen. Weil wenn wir hier runterfahren, bringt uns das eigentlich nichts, ne? Ach, scheiße. Jetzt müssen wir wieder... Alter, ey! Jetzt müssen wir bis zur nächsten Abfahrt fahren, ey. Das ist doch doof. Aber das ist nur bei der Autobahn so, ich weiß. Dieses Spiel besteht eigentlich nur grundsätzlich da... What the fuck? Okay, wir haben die Spur gewechselt. Hat doch funktioniert. Ja. Also, warum sollen wir denn... Ganz ehrlich, ey. Tut mir leid, aber... Ich mach das jetzt immer so... Ich bin gerade am Weinen. Okay, hier vorne ist der Unfall, die leichten Teile. Vorsicht! Wir machen eine Warnblinker an nochmal. Steht da nicht. So, pass auf, wir müssen hier die Handbremse anziehen und Motor ausschalten. Okay, wir sind da. Aussteigen. Was liegt denn da? Eine Waschmaschine? Manchmal liegen Objekte auf der Fahrbahn. Diese müssen so schnell wie möglich entfernt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es genügt hierbei, diese nur auf den Standstreifen zu legen. Visieren Sie das Objekt an und tragen Sie es zur Seite. Ich kann jetzt also eine Waschmaschine aufheben. Na, fertig, ne? War's das? Dafür bin ich jetzt hingefahren, oder was? Boah! What the fuck, Alter? Vorsicht, ich bin Polizei, ihr dürft mich dann nicht einfach umfahren. Okay. Erfolg frei. Errungenschaft freigestellt, Müllmann. Mhm. Geh rein da. Es wurde ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet auf der A28 in Richtung A28. Verdächtiges Fahrzeug. Auf der Tankstelle kontrollieren Sie es und stellen Sie fest, ob die Meldung korrekt war. Okay, wo denn? Ach, das ist direkt hier gegenüber oder was? Oh, das ist ja praktisch. Wollen wir jetzt nochmal den Super Jump machen oder wollen wir lieber... Komm, wir fahren jetzt. Ich glaube. Bevor ich dann gleich wirklich noch eins auf die Rübe kriege von manchen von euch. Okay, wir müssen zu der Tankstelle, direkt neben uns ist. Danke, lieber Entwickler, dass es dann diesmal doch so nah gemacht hat. Da. Boah, Alter, das ist... Ich muss erstmal die Kamera hier ausrichten. So. Das. Ey, das Spiel, ne, treibt mich in den Wahnsinn, Alter. Wie. So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Abfahrt hier. Aber da hinten kommt wieder nur. Guck mal, hier ist doch eine Abfahrt. Hier ist eine Abfahrt. Aber das ist nur für eine. Ah, hier ist nur eine Raststelle, ey. Wir müssen auf die andere Seite wieder. Guck mal, da kommt. Da müsste noch eine kommen. Genau, eine müsste jetzt gleich kommen. Ich fahr da bis da hinten jetzt hin. Komm. Das Beste, was man machen kann eigentlich bei dem Spiel, ist wirklich die ganze Zeit über den Standstreifen zu fahren. Weil dann... Okay, müssen jetzt hier runterfahren. So, guck mal. Cabella Sumpf 2, an Zentral, kommen zur Wache. Hier fährt irgendwie nie einer rum, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? So.
Langsam verstehe ich das Spiel. Die Abfahrten sind halt immer gleich. Ach du Scheiße. Die Abfahrten sind halt immer gleich. Die KI hört einfach nicht darauf, auf die Sirene. Die fährt einfach weiter und überholt einfach noch, kurz bevor du dann mit dem Polizeiwagen ankommst. Und ja, das ist ungefähr das, was man hier so machen muss. Blinker ist kaputt, oder was? Mein Blinker ist kaputt. Ich kann nicht mehr blinken. Komm mal, Kuh. Geht nicht. Scheiße. Ich werde bestimmt suspendiert gleich. Okay. Warum geht denn der Blinker jetzt? Ah, jetzt geht der Blinker wieder. Hä? Der andere wahrscheinlich an, wa? Durchlassen. Durchlassen. Vorsicht. Es geht um Menschenleben. Oh. Vorsicht. Okay, wir sind gleich da, Leute. Wir nähern uns zum Einsatzort. So. Ja, ich sag dazu nichts mehr, dass ich jeden dritten hier mitnehme. Okay, hier ist es doch, ne? Hier. So, das ist ein verdächtiges Fahrzeug. Okay. Wir nähern uns hier. Park mal hier. So, Motor ausschalten. Aussteigen. Was muss ich jetzt hier machen? Hallo? Guten Tag, wir führen eine allgemeine Kontrolle durch. Dokumente. Führerschein und Fahrzeugpapier. Oh, den Führerschein hat er verloren. Mhm. Er hat nur den Frachtbrief dabei. Der hat auch den Personalausweis nicht dabei. Liam Braun. Hä? Hatten wir nicht schon so? Hä? Den haben wir doch letztens erst. Okay, Dokumente hat er also nicht. Warte mal, der soll uns mal die Frachtdokumente anzeigen hier. So, Fahrzeug. Hä? Hat er den Fahrzeugschein gerade nicht? Hat er nicht nur den Frachtbrief gehabt? Hohenzollern GmbH. Okay. Fahrzeugfunk. So. Check mal. Okay, das Fahrzeug ist nichts bekannt. Mhm. Personenfunk. Okay, gegen den gibt es auch nichts. Dann machen wir mal hier Drogenkontrolle. Nein? Na gut. Okay, der hat keine Drogen genommen. So, Alkohol. Auch nicht. Ich denke, diese Person sagt die Wahrheit. Aber trotzdem machen wir einen Test. Ich bin knallhart da. So, puste mein Röhrchen. Okay, null. So, hat der verbotene Gegenstände dabei? Nö. Dieser Polizist ist der naivste Polizist, den ich jemals gesehen habe. Kabinenbereich, da gehen wir gleich mal gucken. So, Warndreieck. Okay, dann gucken wir doch mal. So. Na, go. So, gucken wir erstmal hier hinten. Kennzeichen, ob der noch TÜV hat. TÜV ist gültig. So, Reifendruck. 4,9. So, Lichttest machen wir direkt mal. Blinker. Okay. Licht funktioniert. Schließen. Mhm. Kennzeichen haben wir schon kontrolliert, aber kann man ja nochmal machen. Schadet ja nicht. Reifen haben wir auch. Ja, Reifen haben wir. So, hinten müssen wir natürlich auch noch einen Lichttest machen, ne? Rückfahrlicht. Funktioniert. Bremslicht. Blinker. Der linke Blinker funktioniert hier nicht. Okay, dann machen wir mal auf die Kiste da. So. Verbandskasten haben wir hier. Mhm. Das ist also. Oh, guck mal, bis 10.2015. Was für ein Datum haben wir denn hier? Woher weiß ich denn das Datum? Leckere Äpfel haben die. Ja, was zu essen. Oh, warte mal, ich will das mal kurz durchgucken. Fruities. Oh. Was hat denn hier? Dosenessen oder was? Dann haben wir hier noch ein Licht. Okay, wir haben uns alle Objekte angeguckt, aber einen Verbandskasten habe ich da jetzt nicht gesehen, oder? Warte mal.
Hallo? So, den müssen wir auf jeden Fall erstmal eins auf die Rübe geben, weil er keinen Führerschein dabei hat und so weiter. So, nicht mitführen der Fahrerkarte, 250 Euro und Führerschein. Aber was ist mit dem Verband, mit dem Warndreieck? Da gab es doch gar keins. Oder war das das? Ach, das ist das Warndreieck bei denen, oder was? Bei so großen Transportern. Allgemein den Fahrer untersucht. Wie kann ich das denn machen? Yeah! Oh. So. Jetzt müssen wir zurück zur Wache. Zentrale an Otter Moor 01. Eile ist geboten. Es gab einen Unfall mit Sachschaden auf der A42 in Richtung A28. Sichern Sie die Unfallstelle ab und geben Sie nach getaner Arbeit die Fahrspur wieder frei. Aber das ist doch jetzt... Hä, wir hatten doch schon gerade einen Unfall... Hä, was war denn das jetzt für ein Einsatz? Okay. Okay. Verstanden. Okay. Okay. Verstanden. Wird erledigt. So, warte mal. Wo ist das denn jetzt? Ist das hier das oberste, das neueste oder was? Ne, warte mal, das unterste Fahrzeugkontrolle? Ja, wo? Ich fahr jetzt erstmal zurück, oder? So. Sirene können wir ja ausmachen. Ups. Ja, klar, der Bordstein macht das Auto kaputt. Ach Gott, ey. So. Ich muss natürlich auch wieder an die Geschwindigkeit halten von 120. Zentrale an Otter Moor 01. Es wurde gemeldet, dass Objekte auf der Fahrbahn sind. Oh, das ist doch hinter uns, ne? Ach scheiße, das war hinter uns. Jetzt müssen wir komplett einmal rumfahren. Aber, ah, guck mal, hier kann man ja schon runterfahren. Das ist doch gut. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Naja. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge vom Autobahn Police Simulator. Die Folge gibt es dann wahrscheinlich morgen hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und mich hier bei der seelischen, bei der Arbeit hier seelisch unterstützen würdet. Ich wünsche euch noch was. Habt einen schönen Tag. Danke, ja. Und seid nicht so streng mit mir, dass ich hier so ein bisschen den K.O. raushängen lasse. Aber es sind auch lustige Momente dabei, ja. Der fliegende Polizeiwagen und so weiter ist doch alles schön. So, jetzt mal hier lang. Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Episode. Ciao.